Hallo, liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren Kameraporträt. Heute habe ich mir mal eine Kamera rausgesucht, die sich speziell an die Liebhaber vollmechanischer Kameras richtet, die aber trotzdem auf eine gewisse Automatisierbarkeit und auf ein paar vernünftige Features Wert legen, die aber dennoch dafür nicht allzu viel Geld in die Hand nehmen wollen, Geld ausgeben wollen. Also habe ich mir eine Kamera rausgesucht, die vielleicht nicht jeder sofort auf dem Schirm hat, die aber dennoch ihre Qualitäten und ihre Fähigkeiten hat und die es sich definitiv lohnt, mal genauer anzuschauen. Reden tue ich von der Konica Autoreflex T3. Wie gesagt, Vollmetall, vollmechanisch, aber dennoch eine Blendenautomatik, aber ansonsten voll manuell steuerbar und mit dem Charme einer Registrierkasse, sag ich mal. Also die hat schon ein ganz besonderes Auslösegeräusch, alles sehr satt, ist alles sehr solide verarbeitet. Die Konica T3, wie der Name schon nahelegt, ist die dritte Variante aus der Autoreflex-Familie von Konica, die ja mit der Halbautomatik quasi bahnbrechend war, das also als mit einer der ersten eingeführt hat. Und in dieser Tradition ist dann auch die Konica T3 entstanden. Durchaus eine Kamera mit semi-professionellen Ansprüchen. Das sehen wir uns, wenn wir die Features uns nachher mal angucken. Aber heute relativ günstig zu kriegen. Die Nachfolgemodelle der T3 wurden dann etwas mehr plastikartig. Da wurde dann also an den Gehäusen gespart. Da wurde etwas weniger solide gearbeitet. Und daher auch die Konica T3, Autoreflex T3, als quasi höchste Entwicklungsstufe noch dieser Vollmetall-Variante. Die Kamera bringt also ein gutes Stück Gewicht auf die Waage und ist auch relativ groß. Wenn wir da uns mal einen Vergleich dazu, so ein Gehäuse von einer Olympus OM10 angucken, dann sieht man schon, das ist ein ganzes Stück größer. Also gehört dann eher in die Rubrik Metallpanzer. Was hat die Kamera Besonderes, außer der Tatsache, dass sie relativ günstig ist und dass sie sehr solide ist? Sie ist flexibel, sie hat ein paar nette Features, die von anderen Kameras so eher nicht bekannt sind, und sie hat auch ein paar Ausstattungsmerkmale, die sie auch in dem Bereich ihrer Mitbewerber durchaus herausheben. Und zwar fangen wir da mal als erstes damit an, dass die Kamera einen Metalllamellen-Schlitzverschluss hat. Also im Vergleich zu den Tuchverschlüssen, die es meistens bei den anderen Kameras gibt, hier schon technisch eine höhere Entwicklungsstufe. Der Metalllamellen-Schlitzverschluss würde vermutlich auch höhere Verschlusszeiten erlauben, hat man in dem Fall nicht gemacht. Da ist also weiterhin bei einer tausendstel Sekunde Schluss. Aber das Ganze führt natürlich zu einer erhöhten Betriebssicherheit. Ist weniger verschleißanfällig als so ein Tuchverschluss. Gucken wir uns die Kamera mal in ihren Bedienelementen im Detail an. Wie immer fangen wir da auf der linken Seite an mit der Filmrückspulkurbel, die sich ausklappen lässt, aber nicht für die Entriegelung der Rückwand zuständig ist. Das erfolgt hier an der Seite über diesen kleinen Hebel und dann öffnet sich die Rückwand. Es gibt in der Mitte einen Mittenkontakt, einen Hotshoe. Blitzanschluss mit eben Blitzauslösefunktion, keiner weiteren darüber hinausgehenden Sonderfunktion. Es gibt dann neben dem Pentaprism
ein Einstellrad für die Verschlusszeit. Das reicht, wie gesagt, von Balb über die Sekunde bis zur Tausendstel Sekunde. Hat dann integriert das ISO ASA Einstellrad, das ich eben durch Hochheben des äußeren Rings verstellen kann. In dem Fall von ISO 3600 bis runter zu ISO 12. Darunter gibt es einen kleinen Hebel hier, das ist der Hebel für die Mehrfachbelichtung, also auch dieses Feature wurde integriert. Den muss ich festhalten, während ich den Film vorspule. Das ist ein bisschen frickelig, aber gut machbar. Und man sieht schon jetzt, wo ich den Film aufgezogen habe, erscheint daneben ein grünes Fenster. Wenn ich auslöse, ist das Fenster rot. Ich habe also auch eine Bereitschaftsanzeige, ob der Verschluss gespannt, der Film transportiert wurde. Oben zentral angebracht der Auslöser mit einem Ring darum herum. Dieser Ring hat zwei Funktionen. Zum einen einen Ausschalter und Auslösersperre. Zum zweiten ist es die Batteriekontrolle. Dafür muss ich die Kamera auf die 125. Sekunde stellen, das Objektiv abnehmen und dann kann ich durch den Sucher schauen und wenn die Nadel des Belichtungsanzeigers dann bei 5,6 landet, dann ist meine Batterie noch gut. Zusätzlich ist der ein Ausschalter, den es hier gibt, mit einer Automatikfunktion versehen. Das heißt, wenn ich die Kamera ausgelöst habe und stelle ihn auf die Ausposition und ziehe jetzt die Kamera auf, springt der Ein-Ausschalter automatisch in die On-Position und ich kann fotografieren. Über dem Filmtransporthebel noch das Sichtfenster für den Filmstand, für die Bildnummer. Und das war es dann eigentlich an der Oberseite. Auf der Vorderseite der Kamera gibt es zunächst erstmal hier auf der rechten Seite den Selbstauslöser-Vorwahlhebel. Den kann ich also hier, wenn die Kamera gespannt ist, aufziehen. Wenn ich den Knopf in der Mitte drücke, dann kann ich den hier runter drücken und könnte jetzt durch Betätigen des Auslösers den Vorlauf in Funktion setzen. Hierzu sei erwähnt, dass die Feder, mit der der Hebel hier transportiert wird, relativ schwach ausgelegt ist. Wenn man seine Konica also schonen möchte, dann macht man Folgendes. Man zieht den Selbstauslöser auf und schiebt dann den Hebel wieder zurück in die obere Position. Jetzt ist der Selbstauslöser trotzdem gespannt. Und in dem Moment, wo ich auslöse, hört man, surrt der Selbstauslöser, aber der Hebel muss nicht mehr bewegt werden. Das heißt, muss wesentlich weniger Energie aufgebracht werden und dann läuft er eigentlich zuverlässiger ab. Also das so als kleiner Hinweis, wenn man den Selbstauslöser benutzen möchte. Auf der linken Seite der Kamera gibt es den Auslöseknopf für das Objektivbajonett. Ich kann also hier das Objektiv entriegeln und wieder verriegeln. Die Funktion für die Belichtungsautomatik befindet sich bei Konica auf dem Objektiv. Da gibt es also hier eine AE-Stellung, Auto Exposure. Da wird ein kleiner Hebel im Bajonett dann ausgelöst, nach innen geschoben und damit weiß die Kamera, ich bin jetzt im Automatikmodus. Um wieder aus dem Automatikmodus rauszukommen, gibt es einen kleinen Knopf hier, den drücke ich und dann kann ich das Objektiv wieder in den manuellen Betriebsmodus bringen. Gerade unerwähnt geblieben ist eine zweite Funktion des Selbstauslöserhebels. Der ist nämlich wie bei vielen Kameras ähnlich gebaut, auch hier die entsprechende Tiefenschärfe-Vorschau oder Ablendhebel. Wenn ich den also Richtung Objektiv drücke, wird das Objektiv auf die Arbeitsblende abgeblendet. Auf der Rückseite der Kamera gibt es einen Filmhalter, einen Memo-Clip-Halter und es gibt hier einen Okularverschluss für den Suchereinblick. Da kann ich also ein kleines Gardinchen vorschieben, um Fremdlichteinfall bei Stativaufnahmen auszuschließen. Und es gibt den wunderschönen Aufkleber bei den meisten Kameras Splitscreen, weil im Laufe der Evolution der T3 nämlich auch
die Mattscheibenvariante mit Schnittbildindikator eingeführt wurde. Und da sind wir schon beim ganz interessanten Punkt, denn die T3 gibt es tatsächlich in zwei verschiedenen Geschmacksvarianten. Nicht nur Chrom und Schwarz, sondern die Gehäuse sind auch relativ unterschiedlich. Das sieht man vor allen Dingen am Prisma, an dem Prismenkasten. Es gibt hier einmal die Version mit dem Hotshoe und einmal die Version ohne. Da musste der als Zubehör dann erworben werden. Auch die Ausführung des Multi-Exposure-Hebels ist ein bisschen unterschiedlich. Ursprünglich hatte man den so gedacht, den mit einem Kugelschreiber zu bedienen, was natürlich großer Quatsch war, das hat, glaube ich, kein Mensch gemacht. Und dann gab es den später in einer etwas griffigeren Variante. Technisch sind die Kameras identisch. Batterieversorgung des integrierten Belichtungsmessers mit einer 675 Quecksilberbatterie, die es natürlich nicht mehr gibt. Zwei Stück werden da gleich gebraucht, also auch da empfohlen der Griff zu Hörgerätebatterien oder eben der bekannten Winezell. Grundsätzlich arbeitet die Konica Autoreflex mit einem CDS-Belichtungsmesser. Das legt schon die Variante der Batterie nahe. Mitten betont, ist eigentlich relativ zuverlässig, aber nicht der schnellste. In der Praxis bin ich damit immer gut klargekommen, vor allem weil die Informationen im Sucher sehr viel Aufschluss über die augenblickliche Lichtsituation und die Betriebseinstellung der Kamera ermöglicht. Wenn ich nämlich hier durch den Sucher schaue, dann sehe ich nicht nur auf der rechten Seite die Blendenskala, wo sich der Hebel bewegt, sondern ich sehe auch eine Begrenzung. Wenn ich also hier entsprechend andere Objektive ansetze, dann wird oben das rote Feld auch weiter runtergefahren. Ich sehe also, was die maximale Blendenöffnung des Objektivs, was ich gerade verwende, ist. Zudem sehe ich unten im Sucher noch die augenblicklich gewählte Belichtungszeit. Wenn ich mich dann im Automatikmodus befinde, dann weiß ich alle Einstellungen, die die Kamera gerade vornimmt. Wenn ich manuell arbeite, wird mir das leider nicht angezeigt. Also es wird oben ein M eingeblendet, aber die tatsächlich eingestellte Blende, die sehe ich wie bei vielen anderen Kameras, die ähnlich aufgebaut sind, nicht. Was macht also die Konica Autoreflex dennoch interessant? Wie gesagt, zum einen die Tatsache, dass sie vollmechanisch ist, dass sie ein sehr solide, sehr massive Verarbeitung hat. Das ist übrigens bei der Reparatur durchaus ein Nachteil, denn die ist relativ stabil verbaut, sodass man, wenn man zum Beispiel das Batteriefach wechseln wollen würde, tatsächlich die ganze Kamera auseinandernehmen muss. Das aber nur am Rande. Sie ist günstig. Die Konicas haben nicht viele Leute auf dem Schirm. Und das, obwohl die Objektive durchaus hervorragend sind. Das heißt also, 40, 50, 60 Euro, das ist so der Regelpreis für so einen vollmechanischen Body. Wenn man dann überlegt, was man bei Canon oder Nikon für eine ähnlich konstruierte Kamera ausgeben muss, dann ist das bei der Konica nur ein Bruchteil. Die Objektive sind ebenfalls relativ günstig und gut. Die Palette ist durchaus ausreichend, also auch wenn es in Sachen Ultra-Weitwinkel, Ultra-Tele nicht allzu viel Auswahlmöglichkeiten gibt. Es gibt Objektive diverser Fremdhersteller, zum Beispiel auf der anderen T3 habe ich ein 135 f2 von Vivita, was wirklich hervorragend ist. Ja, und damit kann man sich eigentlich sehr schön ein Kamerasystem, ein vollmechanisches Spiegelreflexsystem zusammenstellen, ohne ein Vermögen in die Hand nehmen zu müssen. Und das ist dann auch meine Empfehlung für diese Kamera. Schaut sie euch gerne mal an. Nehmt die mal, wenn ihr die irgendwo in die Hand kriegen könnt, nehmt die in die Hand, probiert die mal aus. Wer auf mechanische Kameras steht, der wird daran mit Sicherheit seine Freude haben. Deswegen haben sich zwei davon auch mittlerweile zu mir verirrt. Ich mag die wirklich sehr gerne, macht hervorragende Bilder. An den Objektiven gibt es nichts zu mäkeln, die sind wirklich günstig. Und daher gibt es einen dicken Daumen nach oben für die relativ unbekannte Konica Autoreflex T3.
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf diese ungewöhnliche Kamera und wünsche euch an dieser Stelle wie immer ganz viel Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser werbefreie Content gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt oder hier unten den Kanal abonnierst. Weitere Videos findest du zum Beispiel hier oben oder eben auf meiner Kanalseite. Und dann teile, like und kommentiere gerne, denn das hilft dabei, den Kanal bekannter zu machen, auch anderen Leuten denen die Möglichkeit zu geben, in der Suche auf diese Videos zu stoßen. Und ja, dann wirst du auch immer informiert, wenn es hier neue tolle Inhalte gibt. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.